einmal wieder hoch, genau. Und durch das Loch hinauf zu der Mauer. Und vielleicht ganz, ganz rauf, würde ich jetzt mal vermuten. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja. So. Ja. Geht das nicht mehr weiter? Komme ich hier nicht weiter? Echt nicht? Ah, dann hätte ich mir den Scheiß auch sparen können. Oh, ja, gut. Okay, gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Muss ja auch irgendeinen Sinn haben, das Ganze, nicht wahr? Krabbeln hier durch den Schacht. Was wir schon Items gesammelt haben, ist das cool. Oh, und unsere Hose ist in der Innenseite gerissen, sehe ich gerade. Das wundert mich auch nicht. Beziehungsweise herzlich wenig, dass die nicht irgendwann dann auch mal nachgegeben hat. So. Was ist jetzt hier? Wer hat hier den flachen Schacht gebuddelt? Hm. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich denke... Ah, okay. Jetzt sind hier wieder so 1000 Dinge, die ich auf einmal machen kann, die ich vorher nicht tun konnte. Los. Sei gegen mir los. Aha. Loot. Gut, Loot. Gut, gut, Loot. Jump. Und los. Ich sollte vielleicht besser eher fertig klettern und da unten. Ich kann aber auch nicht. Zack. 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 Komm her. Ah, ich sollte vielleicht einfach mal mit dem Kopfschuss töten. Oh. Ich liebe diese Handgranaten. Ich muss wirklich sagen, das ist großartig. Das ist das Beste, was ich bislang als Item bekommen habe. Handgranaten. Ha, herrlich. Ha, herrlich, kann ich dazu nur sagen. Okay. Einmal alles aufgefrischt hier. Und weiter geht's. Die Handgranaten sind wirklich das Schönste. Die machen mir am allermeisten Spaß. Die sind so unkonventionell. Schmeißt eine, hast du Ruhe. In den meisten Fällen. Ich weiß nicht, ob ich... Oh, Moment. Ah. Wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin? Ninja-mäßig durch die Nacht. Hä? Wo will Madame denn hin? Wo soll Madame denn auch hin? Ja gut, da ist Lootbares, von daher... scheint das gar nicht so verkehrt zu sein. Hä? Was zum Teufel war das denn? Aber da glitzert was. Glitzi-Sachen hebe ich gerne auf. Eine kleine Glitzi-Sache. Laura! When we heard the explosion, danke, dass ihr alle mitgekommen seid. Nicht. He was still on the ship. Ich glaube ja, dass der Blonde. Anyone caught with you has a pretty low survival rate. Reyes. Better keep your distance then. Let's just eat, okay? Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're gonna stay that way. If I'm going to die in this place, I'm not gonna do it hungry. Der Blonde spielt ein doppeltes Spiel. Save his soul. Finally, a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. And what a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear Himiko's name again. We can take the boat out at high tide. No, we can't. Don't start that bullshit again, Lara. Lara isn't the only one who thinks we're trapped, Reyes. Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. This whole place is crazy. These storms aren't natural. We have to face that. She's right. When that storm hit the Endurance, I felt it. Something dark, something alive. This place is cursed. Where are you going? There are ruins beneath that old base in the cliffs. Something in there led them to believe they could control the storms. I've got to find out what they discovered. Once we're ready to leave, we're leaving.
whether you're back or not. I won't leave without you. Die Alte ist echt ätzend. Und der Blonde ist auf jeden Fall irgendwas schlimm mit dem nicht. Der ist ja auch damals, wo wir in den Bergen ganz am Anfang angegriffen wurden, wo wir in dieses Kloster rein sind, ist er als einziger nicht umgebracht worden, obwohl man uns versucht hat umzubringen. Also es ist schon sehr verdächtig alles, würde ich jetzt mal sagen. Ich traue dem keine 5 Meter über den Weg. Und bei der Trulla, weiß ich auch nicht so recht. Ich glaube tatsächlich, dass sie... Oh, ein Wildschwein. Ich glaube tatsächlich, dass die ohne uns abhauen würde. Wir modifizieren mal kurz unseren Bogen. Da stand gerade, dass wir das irgendwie können. Deswegen machen wir das schnell. If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, we need to fix that boat. Ja, ist mir bewusst. I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island, but I have to find a way. Reyes won't be easy. She wants to get back to her daughter, and she's in pain over Roth. We will all. I still don't know exactly why Matthias was there in the first place. Was machen wir denn? Wir haben eh für nichts gewonnen. But it doesn't matter. She's back with us now. Okay, demnächst können wir dann auf jeden Fall auch den Bogen fixen. Wir gehen jetzt erstmal da, also was heißt fixen? Wir können ihn besser machen. Ein bisschen besser. Wir gehen jetzt erstmal da runter und sind jetzt, da hat mein Genick geknackt, auf der Suche danach, was es mit diesem Sturm auf sich hat. Ich bin auch sehr gespannt, was es mit dem Sturm auf sich hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon alles sehr verdächtig irgendwie. Diese Apparatur, und ist ja schon gut, wenn sie das Boot fixen wollen. Ich meine, es ist jetzt schon 2-mal schief gegangen, 3-mal schief gegangen, dass wirklich dieser Sturm kam. Und runter. Nicht sehr vertrauenserweckend, dass der Sturm kam und nur Scheiße passiert ist. So, und jetzt? Nichts. Jetzt ist der Aufzug unten, aber was sollen wir damit machen, ne? Da hoch müsste man irgendwie. Vielleicht kann man hier hochspringen? Ah ja, kann man. Sehr praktisch. Sehr praktisch. So. Und wo jetzt weiter? Da oben. Okay. Zack. Aha, das war doch schon gar nicht mal so schwer, nicht wahr? Dann gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwo ein bisschen weiterkommen. Komm schon. Ah, guck mal, einmal rum geht's. Einmal rum und einmal rauf. Und wir müssen da hinten hin. Alles klar, das kriegen wir hin. Es ist schon wieder sehr verdächtig hier, verschanzbar. Ich denke, wir werden in nächster Zeit wieder ein wildes Gefecht uns liefern. Mit viel zu vielen Gegnern. Das wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin vorbereitet, nicht, wie immer. Kann nur scheiße werden, sagen wir es mal so. So. Da war doch irgendwo ein Flecken. Zack. Hä? Ach, ich muss näher an das Ding dran wahrscheinlich. Zack. Und hoch mit uns. Diese Seilwinde ist großartig. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, wo ich hier hin muss. Das ist alles, wirkt alles so ein bisschen bizarr. Mit diesen ganzen Fahrstühlen und was es da nicht alles gibt, aber wird ja irgendeinen Sinn haben, das Ganze, nehme ich mal an, ne? So. Was auch immer. Warum auch immer wir da... guckt euch das mal an. Sieht aus wie Gondor. Das sieht aus wie Gondor. Was sollen wir denn hier eigentlich? Jetzt sind wir hier auf diesem komischen Ding.
Und an die Leiter weiter. Ja, gut, alles klar. Das wird jetzt gerade wieder hier ein bisschen. Ein bisschen Jump and Run kann man es fast schon nennen, ne? Ja, ich verstehe. Komm her, Gondel. Und da sollen wir jetzt reinspringen? Ach, naja, gut. Warum nicht? Jetzt hangeln wir uns wahrscheinlich dann von A nach B so die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Boah, so als höhenangstgeplagter. Oh, Mensch, ist das schon alles ein bisschen sehr unschön hier, muss ich sagen. So. Gibt einfachere Wege, möchte ich mal sagen, ne? So insgesamt. Okay. Also bislang macht das eigentlich echt Spaß, ne? Wenn man mal so guckt, wo man so lang kann und so. Ist schon witzig. Aber, ich finde, das ist auch immer so, man ist dann immer so ein bisschen, man wird dann quasi nicht so ganz darauf vorbereitet, dass gleich wieder Scheiße passiert. Man ist dann so, ja, ach, ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen im Klettermodus. Da ist das Bat-Signal. Und wenn ich hier gleich fertig bin, dann geht's weiter mit Kletterei. Das ist aber Bullshit. Meistens ist es, genau. Meistens ist es nämlich so. Calm down. We got orders from the man. No one goes in or out. They kill anything that sets foot in there. You've been listening to the OMS crew? Yeah, they said some guys went in there on a salvage job and never came out. They're fucking with you, brother. Those bozos like to make das? Shit up. Don't find any of them. What the? God damn it. Zack. So. Oh. Zack, bitteschön. Da war doch noch einer. Nee, da ist einfach nur was lang geglitscht. Kommen da noch welche? Nee. Das war ja eigentlich easy peasy. Mal ganz im Ernst. Da kommt doch auf jeden Fall noch irgendwie richtig dumme Scheiße. Richtig dumme Scheiße kommt da bestimmt auch noch. Okay, so, wo müssen wir denn hin? Eigentlich hier hoch wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an. Ja, es sieht doch gut aus. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Ah, zack. Und weiter geht das. Ach, schön, der Vollmond und die Möwen. Oh Gott, pisst mich dieses Spiel an. Weil ich noch nicht so ganz weiß, wo ich dann damit, wo ich da hin soll. Aber hier geht's mir sicher, ja, wollte gerade sagen, hier geht's wieder rum wie in einer schönen Torte. Wenn ich das Wort Torte höre, ich habe den Philipp übrigens zum Geburtstag, hat er von mir eine wundervolle Terrain-Torte bekommen. Er hatte sie sich so sehr gewünscht und ich habe sie zum ersten Mal probiert in meinem Leben. Es war einfach unfassbar eklig. Also, ah, nein, 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 nein. Es war einfach unfassbar eklig. Es ist so viel Zucker und so süß. Ich verstehe wirklich nicht, wie man das essen kann. Und der ist da so verrückt nach. Der liebt die Töre-Torte. Benjamin Blümchens Töre-Torte. Ich finde sie super sau fucking eklig. Kennt ihr die? Schreibt mir mal, ob ihr die kennt. Schreibt mir mal, wie ihr die findet. Ich finde sie widerlich. Soll ich da? Ne, da soll ich mit Sicherheit hin. Hup. Ah, vorbeigesprungen. Damn it. Wollte schon sagen, das hätte ja, wäre ja zu schön, um wahr zu sein gewesen. Wenn das mal alles gut ginge. Aber ich denke schon, dass wir an die Leiter müssen. Huh. Ah! Wollte ich doch schon gesagt haben. So. Okay. Das ist ein bisschen sehr nah, oder? Hm. Unkonventionell ist mein Name. Lara Unkonventionell. So, hier habe ich das Gefühl, schon mal gewesen zu sein. Aber anscheinend ist das nicht so. Hierum, Larum, weiter geht's.
alles sehr verdächtig still hier. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Nee. Nee. Ja, wir gucken einfach mal. Nach oben geht's nicht. Nee, nach oben geht's nicht. Dann geht's nach unten. Und zwar so richtig nach unten. Ja, gut. Oh, okay. Ich dachte, da würde man sterben. Naja, gut. Alles klar. Wir sammeln mal das Leuchtendings ein. Zack. Von dem ihr mir mit Sicherheit schon... GPS. Ah, okay. Von dem ihr mir mit Sicherheit schon 20.000 Mal geschrieben habt in die Kommentare, wofür ich das eigentlich brauche. Aber ist ja vorproduziert, ne? Deswegen lese ich das nicht immer alles so. Erstmal ein paar köstliche Hagebutten. Lecker, lecker, lecker Schmecker. Soll ich hier jetzt echt weiter? Ich verstehe einfach nicht, wo ich... Ah, guck mal. Die blöde Wand habe ich nicht mal gesehen. So, einmal hier hoch. Dann... Damit. Ich dachte, ich könnte das irgendwie mitnehmen, aber ist egal. Ist egal, wir klettern einmal da weiter hoch und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Ach, schön hier. Ach nee, war herrlich. Und wieder ein... ein Spalt. Zum Durchdrücken. Ja, gut. Schöne Kabelkanäle hier. Ich habe es kurz für ein Bücherregal gehalten. Aber dann ist mir eingefallen, dass es hier gar nicht so gemütlich sein kann. So, ich denke, wir sind auch immer noch auf dem richtigen Weg. Ich will diesen Instinkt nicht so oft benutzen. Shit. Look at all those bodies. Keep it down. The Oni are here. Yeah. You want them to find us? Just shut up. Keep your eyes open for the girl. Ich möchte nicht den Oni treffen. Ich habe Angst, den Oni zu treffen. Das ist nicht schön. Ich glaube, der Oni ist ein richtiger Badass. Ich glaube, da ist das Dickerchen mit dem Bart gar nichts gegen. Oh Mann, das ist mir schon viel zu sehr hier mit so einem Speicherpunkt und so. Kann ich nicht, warum nicht? Unsafe. Ah, okay. Weil hier noch Leute rumlaufen wahrscheinlich, ne? Von wo sind die denn gekommen? Die sind ja nicht von hier gekommen. Hier war ja keiner. Da ist einer. Okay. Das war doch mal kurz und lautlos. Ob es schmerzlos für ihn war, kann ich euch nicht sagen. Aber hier ist noch einer gewesen. Jetzt kann man da auch campen. Sehr schön. Und ich habe immer noch nicht genügend Zeug, um meinen Bogen hier mal aufzurüsten, oder was? Nee, irgendwie nicht. Doch, da war was. Das kann man doch auch nehmen. Nehmen wir. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich gar nichts mehr an links. Hier lag noch was. Ich habe hier irgendwas gesehen. Hier lag irgendwo was Spannendes zum Spielen. Und Schokolade. Ich habe es schon wieder aus den Augen verloren. Hä? Ach da. Hier ist es. Soon after we discovered the tomb, they came. The Oni. First, the lights went out. Then the screaming started. Was it us or them? That horrible sound. It still rings in my head. They wore the armor of my ancestors. They cut us down with ancient blades. Gunfire, shouting, blood. We couldn't stop them. Everything turned to chaos. And then silence. They were gone. Why did they leave? Why didn't they kill us all? Captain Osaka is in command now. We are leaving the base. But not the island. We're heading inland, to the monastery. There's no other way. We must follow the Oni, all of us. If we can't control the star, we must destroy it. But I know, we're all going to die. Ja, ich habe ja mal gar keinen Bock, diesen Onis zu begegnen, ne? Mal ganz im Ernst. Na, Kamerad, kann man dir was Gutes tun? Du hast ein ziemlich fieses Gesicht.
Da glitzert schon wieder was. Da ist schon wieder ein Glitzi gewesen. Nein, doch nicht. Es war nur Stromglitzi. Und das war's auch schon wieder. Ich würde sagen, Karton hoch für diese Folge. Abonniert die Kartons. Guckt euch diese beiden Karton-Videos an. Und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.